Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Mad Games Tycoon. Und wir sind unser schönes, aber feines MMO am Produzieren. Da bin ich mal gespannt. Wir können einen mittleren eigentlich machen, weil wir haben ja noch Front of the Colossus und so am Laufen. Ein Dark Syndicate, mach mal. Sehr gut. Sehr schön. Und das ist mal, ne? Pornös hier. Oh. Irgendwas stimmt nicht. Warte, hä? Hey. Achso, ich hab keine Lager bestimmt mehr. Vorne noch so Kolossus. Kannst du direkt mal 250.000 wieder machen. Mach mal. Sehr gut. Geht auch gut ab. Dafür, dass es eigentlich ein Billigspiel war. Das war ja, glaube ich, das, was wir nebenbei produziert hatten. Meine ich. Kingdom Liver. Ja, Minus gemacht, war klar. Mir doch egal. So, Triple Eagle können wir noch verkaufen. Und Kingdom Liver. Tschüss. So. So. Ihr könntet eigentlich auch... Na, warte mal. Was haben wir denn für Engines jetzt überhaupt? Was haben wir überhaupt momentan? Haben wir nicht sogar ein neues Feature wieder gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben jetzt eine für... Was ist das? Echtzeitstrategie? Ego-Shooter? Was haben wir denn als letztes? War da nicht ein Ego-Shooter? Moment, was haben wir denn als letztes für Spiele gemacht? Ich weiß es nicht. Boah, das ist viel zu spät. Ist echt zu spät. Was war denn das? Das war ein Arcade. Ach, das war ja die Dingens. Und das ist ein Echtzeitstrategiespiel gewesen. Aber nicht von uns. Sweet House. Front of the Colossus. Das war ein... Warum sehe ich denn nicht, was für ein Dingens das war? Reviews? Vielleicht? Das war ein Arcade. Ach, da sind doch Arcade. Ja, ist doch gut. Das war doch nicht von uns, oder? Das war ein Geschicklichkeitsspiel. Habe ich noch keinen Ego-Shooter gemacht, das war frech. Das könnten wir mal angehen jetzt. Moment, ich mache doch, glaube ich, gerade einen Ego-Shooter. Ist das nicht ein Ego-Shooter? Dark Syndicate. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach eine neue Engine. Oh. Neue. Optimiert für... Nehmen wir einfach mal... Ein Aufbauspiel. Features alle. Ah, doch 41 jetzt ist er. So. Ach, jetzt habe ich die New Engine genannt. Ach, egal. Vergessen. Oh, professionelle Schwachaufnahmen sind fertig. Sehr geil. Mein Gott. Was ist denn los hier? Echt mal. Dann machen wir jetzt cinematische Musik. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, was das MMO bringt. Da bin ich echt gespannt drauf. Weil es ja mit die... eine von den letzteren Sachen ist. Die jetzt noch fehlen. Fantasy Warriors 2. Gewinnbeteiligung. Sehr schön. Wieder Kohle. Kohle ist immer gut. Ach, boah. Da machen wir eine eigene Messe. Tut was. Höhere Spiellänge. Okay. So, kohlemäßig geht es auf jeden Fall immer rund bei uns. Wie immer. Das ist mal sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich denke, im Endeffekt wird es einfach nur darauf hinauslaufen, wenn man das größte Gebäude hat, dass man mehrere von den Soundstudios zum Beispiel hat, mehrere von denen hier. Und die dann immer zuarbeiten. Weil im Prinzip braucht man zwei Soundstudios und vier von denen eigentlich. Damit einer immer Bugs entfernt, der andere... Und wir haben Front of the Colossus, bester Soundtrack, cool. Der eine immer Bugs entfernt, der andere immer extra Sachen mal reinmacht, genauso wie bei Musik oder Sounds. Und der müsste eigentlich viel größer sein. Ich hätte den Aufteil auch kleiner machen sollen, aber ist egal.
So, Front of the Coloss kommt raus. Fast 11 Millionen Umsatz gemacht. Oh, die PS4 kommt raus. Nicht schlecht, Herr Specht. So, dann werden wir den Lager noch verkaufen. So, Lagerbestand leer. Gut ist. Ich bin echt mal gespannt, wie das MMO ankommt. Dann. Da bin ich echt gespannt drauf. So. Oh ja, kommt auch ein Dingens. Das ist doch dieses... Ah, das, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Das ist dieses Dingens gewesen. Dieses Crowdfunding-Ding, glaube ich. So, Level kommen jetzt noch. Da werden auch... Ich werd da richtig was reinhauen. Und ich bin schon überlegen, ob ich mehr Server bauen soll. Mal schauen. Die New Engine ist fertig. Das heißt, wir werden jetzt ein Spiel entwickeln. Und zwar ein AAA-Titel. Wir werden ein Aufbauspiel machen. Als Thema werden wir einfach mal Alltagsleben nehmen. So, Engine wird die natürlich die neue. New Engine. Lizenz gibt es nicht. Das nennen wir jetzt einfach mal... Ja, SimSewer. Also Sim-Abwasserkanal. Geil. Plattform, das wird entwickelt für Personal Computer. Das wird entwickelt für die Xbox. Das wird entwickelt für die PS3 und... Ne. Schade, die ist noch gar nicht hier drin, die PS4. Ärgerlich. Ärgerlich! Dann halt noch für den Nintendo DS. Ja, mach mal. Das kaufen wir uns auch noch. So. Dann wird das noch für den Nintendo DS gemacht und fertig. Ach, mehr kann man gar nicht, okay. Schade. So, Data Shield 2, das wird jetzt ein bisschen mehr auf Gameplay, ein bisschen mehr auf Spiellänge, ein bisschen mehr vielleicht auf Funktionen, ein bisschen mehr auf Spieltiefe und ein bisschen mehr auf Core-Gamer. Fertig. So, da können wir eigentlich überall 25% lassen, weil das werden wir sowieso verbessern. Alles. So, kannst du ja mal alle machen. 11,73 Millionen natürlich, wie immer. Haargrafik, 32 Bit. Ja, andere Video-Zwischensequenzen. Sind doch alle drin, ne? Soweit, ne? Fortgeschrittene Perfektionierte, jo. Alles klar. Dann mach mal. Dankeschön. Sehr schön. Ah, da kommt die Xbox 720. Was sind die Xbox One normalerweise? Okay. Naughty schicken hat so Orbit 2 veröffentlicht, okay? Da heißt ein, das war Portal 2. Mein Gott, ey. Jetzt kommt nämlich so die, wo ich mich auch gut daran erinnern kann. Mit den Jahren. Da ist es doch, PS4. Schade. Ein bisschen früher hätte ich das auch noch für die PS4 veröffentlicht. Aber egal. So. Oh, die sind ja schon fleißig am Arbeiten. Wie die Bekloppten. Features gibt's keine neuen. Komm, tu was. Da. Können wir Hitman machen. Na, ja, Spaß. Das war jetzt eigentlich nur so. Im Prinzip brauchen wir das nicht. Hier, tut mal was so lange. Maschinen rumstehen, ist auch doof. Kostet auch Geld. Könnte doch jetzt ein bisschen was verdienen. Bringt zwar überhaupt nichts, aber ist ja egal. Aber wir haben 35 Millionen, die 30.000 da. Darauf geschissen, sag ich. So. So. Komm, 10% noch. Ich bin echt gespannt auf das MMO. Aber das will ich noch nicht raushauen. Ich will erst richtig was noch da reinbuttern. Mittler erreicht. Das sind zwei Spiele. Dark Syndicate und SimSewer. So. Und da geht los. Plus 34.000. 345.000 Fans haben wir schon. Mein Gott, der läuft. Er läuft. Und das ist normal, ist das. Ich hatte extra mal nachgeguckt. Das ist echt eine normale Schwierigkeitsstufe. Ist der Hammer. So.
Das ist jetzt auch gleich fertig. Da können wir direkt noch was machen. Bei Sounds. Sehr gut. Das könnte direkt nochmal was tun. Nämlich dafür. Und zwar das. So, dann geht er gleich rund. Die sind noch dabei. Den, dann werde ich... Ich werde auf jeden Fall... Ich werde, glaube ich, alles da reinhauen. Also, was geht. Von Gameplay. Und deswegen werde ich auch noch ein paar Server hier hinstellen. Sagen wir mal so. Das ist ein Serverraum. 4 Millionen Kapazität. Da bin ich echt gespannt. Ob das reicht. 4 Millionen Spieler. Da muss man... 5, 6, 7 Millionen. Ja, ich glaube, warte mal, ja, warte mal. 2 sind, glaube ich, 1 Million, ne? Oder? Was? Nein, geht jetzt nicht. Mann, ich wollte gucken. Ne, 2 sind 500.000. 500.000, 1 Million, 1,5 Millionen. 5,5 Millionen passen in den Raum. Wenn ich noch 2 Räume davon, dann werden WoW. Kann man so sagen. Nein, später bitte. Ihr habt jetzt die Bugs fertig. Das heißt, ihr könnt auch noch Gameplay verbessern. Und zwar könnt ihr noch zum Beispiel User Interface da reinkloppen. Ihr macht gleich noch was. Und in der Zeit mache ich noch die ganzen Sounds da rein. Und dann ist gut. So. Gameplay verbessern. Dark Syndicate Steuerung. Und dann wird immer besser das Spiel. Ja. Danke für die 1,36 Millionen. Achso, da war wieder ein neues. Oh, die Wii U kommt auf den Markt. Kopierschutz. Ich könnte mal einen neuen holen. Den nehmen wir uns mal. Und fertig. Und da haben wir wieder 1,7 Millionen. Er läuft doch, er läuft. I am Error. Tja. Monster Truck. Heißt er eigentlich Monster Truck? DS ist vom Markt genommen worden. Warum das denn? Oder war der 3DS, den ich hatte? Ich glaube der 3DS, ne? Ja, da kann noch ein Spiel, noch kein Spiel von mir sein. Das ist normal. Preis für aber normal hat ich schon eingestellt. Ne, hatte ich nicht. Kann ich auch noch gar nicht. Haha. Server ausschalten? Nö. Nö. So, gucken wir nochmal. Steel wins battles. Gold wins wars. Das stimmt. Das ist ein weiser Spruch. Stahl gewinnt Kämpfe oder Schlachten. Und Gold gewinnt Kriege. Das ist richtig. Would you kindly? Wir haben hier auch nicht coole Sprüche drauf, muss ich ja sagen. Ey. So, die Sounds, die sind auch fertig. Das heißt aber auch, ich möchte bitte das vielleicht noch haben. Realistische Soundeffekte. Jeder Mitarbeiter braucht einen Platz für seine eigenen Geschäfte. Achso, ja, weil ich auf Toilette war. Rise and Shine. Stay a while and listen. Das ist was Diablo. Ah. Da war gerade ein Spruch, Demolition Man. Hier Cold und aber auf Englisch. Hier von wegen. Ist das hier so, ist das hier drin so kalt oder bin ich das so? War der Spruch, glaube ich. Und das war gerade der Spruch auf Englisch. User Interface ist fertig. Das heißt, also, glaube ich, sind nur noch 2 Sachen dann, ne? Genau, Performance und das andere Ding. The Time Project. Okay. Und die realistischen Soundeffekte sind mir auch fertig. Dann. So, jetzt kommt nur die Spielbalance. Und dann haben wir's. Dann sollten sie eigentlich so in etwa gleich fertig werden. Die Sachen. Dann haben wir komplett Gameplay verbessert. Plus 3 Sound-Sachen.
Ja, das wird auf jeden Fall eine richtig hohe Wertung, denke ich mal. Und wenn dann mal so wäre, ne, dass das wirklich ausschlaggebend ist, die Wertung beim MMO, das ist ja eher der Spielspaß. Wo man ja mal noch sagen muss, leider, weil es gibt viele gute MMOs auf dem Markt, die aber leider nicht, ja, nicht so die Massen anziehen wie WoW zum Beispiel. Ich sage es so, wie es ist. Entschuldigung, ich sage es so, wie es ist. Traurig aber wahr, das ist so. Weil es gibt wirklich einige gute MMOs, da kann man sagen, was man möchte. Und da zähle ich zum Beispiel Rift ist ein richtig gutes MMO, finde ich. Fand ich immer richtig gut. Herr der Ringe Online fand ich eigentlich immer richtig gut. Gut, man kann natürlich jetzt auch sagen, die haben ein bisschen ja, hinterhergehangen, was Content anbelangt. Aber von der Machart war es richtig gut. So wie, was war noch gut? Gut, Star Wars The Old Republic, darum brauchen wir nicht drüber reden. Genauso wie Age of Con. Das war am Anfang war das der letzte Mist. Das weiß ich gar nicht, was war denn noch gut? Aber egal, lassen wir das jetzt, weil unser Spiel ist fertig. Das heißt, wir werden es veröffentlichen. Das Spiel selbst produzieren in 3 Wochen. Bin ich mal gespannt. So. Komm, eine Anleitung reicht mir gewöhnlich. So, wie viel kriegen wir? 84%. Geht eigentlich. Ego-Shooter. Die Grafik ist ja spitze. Die könnt ihr so lassen, wie sie ist. Das Sound hört sich klasse an. Da braucht man auch nichts mehr noch machen. Geht los und kauft es euch. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein MMO. Achso, da ist es. Preis für ein Abonnement machen wir mal. $5. Und fertig. Wir müssen das erstmal produzieren, ne? Das heißt, wir produzieren das jetzt mal erstmal 500.000 Mal. So. Nein, ich möchte nichts produzieren, danke. Du kannst direkt mal hier Bugs entfernen von dem Spiel. Du kannst direkt mal Gameplay verbessern von dem Spiel. Danke. Und du kannst direkt mal Sounds verbessern von dem Spiel. Da immer mitmachen hier, also. Jetzt bin ich mal gespannt. Da geht's los. Ja, 80.000. 95.000. Und da gehen die Abos hoch. Wow. Wow. Also, werden wir nochmal 100.000 machen. Dann machen wir 250.000. Und du auch. Ja, sie zocken. 185.000 Abos habe ich. Jawohl. Ich hätte jetzt, ich habe mit mehr gerechnet bei Abos. Obwohl, da geht es schon wieder hoch. 300.000 Abos. Ich weiß nicht, da müssen wir doch Updates dann machen. Ich weiß ich gar nicht. Können wir mal testen. Spiel entwickeln? Nein, nein, nein. Spielupdate. Dark Syndicate. Gucken wir mal. Ne, Bugfixing brauchen wir nicht. Machen wir mal Technik erstmal. Beide. Dann machen wir noch ein bisschen davon und ein bisschen davon. So, mach mal. Hauen wir da mal ein Update raus. Fast ein Day One Patch. So, du kannst auch da immer nochmal 250.000 produzieren. Schauen wir mal. Dann gehen die Abos wieder hoch. 350.000 Abos. Ich habe echt mehr gerechnet eigentlich. Oh, Dark Syndicate. Und Schuh des Jahres. Studio des Jahres. Sehr geil. Und dann haben wir auch direkt plus 134, plus 90. Sehr gut. Auch nochmal ein Schub wahrscheinlich. Ja, gibt schon wieder einen Schub. Ja, gucken wir mal. Auch schon fast 1 Million Mal verkauft. Das ist der Hammer. Der Shit ist das.
Und wir haben 550.000 Abos. Das läuft. Weil das gibt nämlich jetzt kontinuierlich Geld. Mehr ist das nicht. Das gibt jetzt kontinuierlich Kohle. Ich habe aber echt mehr gerechnet. Ich habe 4 Millionen. Einen 4 Millionen Server hingestellt. Und dann gehen noch mehr Abos. Mach nochmal 250.000, komm. Ist ja egal, die Rest können wir nachher verkaufen. Mal verkauft. Krasser Sheet. Abos. Achso. Ich wollte schon nach, was ist denn jetzt? Schon wieder Kohle bezahlen hier. Ja, komm, mach mal. Kriegt da Punkt dafür. Danke. Ich weiß jetzt nur nicht, wie, natürlich, wie sie das rechnen, ne? Das, ob die Plus macht. Das, kann man das irgendwo nachgucken? Finanzen? Publisher? Achso, das sind die normalen Publisher. Na gut, da bin ich ja eigentlich auch bei irgendwo. Normales bin ich ja auch bei. Ne, kann ja gar nicht. Ich sehe mich ja selbst nicht. Meine Spiele? Nein. Engines, Entwickler? Achso, da sind die ganzen Entwickler, die es gibt. Firmenwert 80 Millionen. Wo sind wir eigentlich? Stehen wir auch irgendwo? Nö. Warum stehe ich da nicht? Ich, der Firmenwert würde mich interessieren. Hm. Kann ich da irgendwo draufklicken? Tatsächlich. Geschäftsführung. Was? Ach, die kann man sogar kaufen. Dann kaufen wir mal Aktien hier. So. Von BNP Brothers. Naja, die will ich aber nicht. Hier, Blizzard will ich haben. 21 Millionen. Hier, 50%. So. Die Hälfte gehört mir schon, ihr Säcke. Was ist das? Keine Ahnung. Hm. Kann ich da hier, da kann ich da dann Dingens werden oder was? CEO? Wäre ein bisschen doof, ne? Finde ich. All-Time-Charts. Triple Eagle. Ist erster. Ja, Wollingen. Dark Syndicate ist auch ziemlich... auch da drin. Immerhin Wochencharts. Ah. Okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Da haben wir jetzt Games & Co. Was chillen bei uns? Achso, da können wir nur die Logos und sehen. Das ist ja doof. Hm. Infos in History. Marktanalyse. Achso. Ja. Ja, mir doch egal. Ja, du mich auch. So. Du mich auch immer. So. Weil im Endeffekt müssen wir jetzt jede Woche dafür Kohle kriegen, ne? Preis für Abos? Ja. $5 passt. Das sind $5. Das müssten eigentlich dann mal eben 500.000 mal 5. 2,5 Millionen sein. Müsste ich eigentlich kriegen. Für die Abos. Was gar nicht mal so wenig ist eigentlich. Wenn man jetzt mal so über nachdenkt. Was ist denn Spielbericht erstellen eigentlich? Gar nichts. Gut, okay. Okay, okay. Ich hab nichts gesagt. Oh, ich wollte schon wieder vorbei. Ups. Gut, dann würde ich sagen. Na, danke. Speichern wir mal eben, wie immer. Und ich würde sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Mad Games Tycoon. Tschüssingen.